Tonarten und sind bei einer Tonart, die ein Vorzeichen B hat. Das ist die Tonart F-Dur. Wir beginnen bei F und der Halbtonschritt soll wieder zwischen dem dritten und vierten und dem siebten und achten sein. Das stimmt ganz meisterlich. In der rechten Hand sehen wir aber schon eine Schwierigkeit. Wir sind ja hier gewöhnt, mit dem dritten unterzusetzen. Das haut mit dem B nicht gut hin. Deshalb mal ein neuer Daumenuntersatz zwischen B und C. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich empfehle auch immer, die Tonarten langsam und besonnen zu spielen. Und in der linken Hand können wir hier, ich spiele mal vom kleinen D, es kann aber auch gut vom großen D gespielt werden, dann ist es vom Ellenbogen her ein bisschen entspannter. Die parallele Tonart ist immer der sechste Ton der Leiter. Das ist also das D, hat genau denselben Tonvorrat, aber wir beginnen bei dem Grundton D und nicht Grundton F. Spielen wir die Leitern parallel. Links beginnt bei D-Moll, rechts bei F-Dur. Zwei Varianten. Schöne, satte Töne mit Konzentration auf dem Fingersatz. Und ein anderes schönes Spiel ist, rechts Viertel zu spielen, links diese halben. Ist auch den Schlusston gut im Visier zu haben, damit die Tonleiter gelingt. Viel Freude!